Hallo, Sie sind sicher Jim. Freut mich. Ein Scotch auf Eis, bitte. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass Sie Rotwein trinken. Ach du Schande. Bevor ich auf Start drücke, noch eine kleine Warnung. Der Junge ist ein wenig derb. Ich bin Mike Chadway, willkommen bei Die Nackte Wahrheit. Kleiner Tipp an die Ladies, für alle, die keine Beziehung haben, sich aber eine wünschen. Benutzt einen verdammten Stepper. Keiner verliebt sich auf den ersten Blick in eure inneren Werte. Darf ich vorstellen, unser neuer Gastmoderator Mike Chadway. Und wer ist dieses reizende Geschöpf? Ich bin Ihr Producer. Eine Frau über mir finde ich super. Doch, ich will, dass dieser Mike Chadway so richtig baden geht. Frauen sind vielschichtig. Du musst die Schichten nur freilegen und herausfinden, mit welchem Typ du es zu tun hast. Das klingt fast wie eine Erleuchtung. Wenn dir das gelingt, wartet Ihr Honiggarten auf dich. Hast du die Quoten gesehen? Der Kerl schlägt ein wie eine Bombe. Nicht alle Männer sind so pervers wie du. Übrigens habe ich gestern einen kennengelernt. Einen Chirurgen. Wenn das mit dem Typen was werden soll, machst du genau, was ich dir sage. Und wenn's nicht funktioniert? Dann kündige ich. Okay, Deal. Genau die richtige Länge. Man sieht die Schenkel, aber man sieht nicht die... Oh. Alles klar, nicke einfach, wenn du mich hören kannst. Steck den Hotdog in den Mund. Langsam. Auch wenn du meinst, Colin steht da drüber, glaub mir, er ist ein Kerl. Wow, du siehst toll aus. Oh, ich hab nur gerade abgespült. Er ist so fantastisch. Ja, er ist traumhaft. Au! Jetzt zeige ich dir, wie man flirtet. Ich kann flirten. Würdest du bitte damit aufhören? Wieso? Mach dich das an? Ach, vielleicht. Das fühlt sich irgendwie gut an. Echt? Verarscht. Ich wusste es. Die nackte Wahrheit.